Neue Season, neues Glück, der Schilling ist zurück. Sternenstück aktiv und nun das erste Mal, wo ich hier reinklicke zu Kämpfe, bekommt man die Belohnung. Im Blogbeitrag stand 21 Uhr, es war aber 22 Uhr, zum Glück habe ich das so im Video gesagt auch. Achtet darauf auf den Countdown. Niantic weiß leider nicht über ihr eigenes Spiel Bescheid. Es gibt 5 Lade-TMs, 3 Sofort-TMs. Einen Premium-Kampfpass, eine Top-Sofort-TM und 300.000 Sternenstaub. Rang wurde zurückgesetzt. Perfekt. Werde ich das an den Anfang dran schneiden? Erinnerung auf jeden Fall, holt euch im Shop das Ticket. Wenn ihr PvP spielt und da ihr dieses Video schaut, spielt ihr vermutlich PvP. Da bekommt man alle 10 Kämpfe Sternenstaub als Belohnung in Summe 500 Mal. 5 mal 100 Kämpfe und 2 Top-TMs sind auch verteilt. So, ich habe nun noch ein bisschen was gepusht und vorbereitet. Die 300.000 sind hier schon dazu gerechnet worden bei der vorherigen Season. Also 2,5 Millionen waren es eigentlich. Es wird irgendwie immer weniger. Fantasy Cup habe ich komplett vergessen, dass der auch stattfindet. Ich möchte unbedingt Taubos spielen. Ich habe in der vorherigen Jahreszeit in der Taubsi-Rampenlichtstunde ein sehr, sehr gutes bekommen. Wenig Angriff, kommt genau auf 1500, habe ich im Video sogar Top-TMs ausgegeben dafür. Yo, am Anfang, das ist vermutlich beim ersten Video, ich werde dann nicht auf Vorrat. Jetzt konnte ich mich nicht entscheiden. Oh, das war vielleicht ein Fehler, weiß ich nicht. Da hätte ich eigentlich eher in Taubos reingehen sollen, auf jeden Fall. Ich meine, hier hast du eine Flora-Statue, drüben hättest du... Wow! Okay, ja, ich bin Krypto. Ich hätte in Taubos reingehen sollen. Jo, also werde dann die ersten Ränge ohne Video machen. Das ist ein bisschen flott passiert, denn... Ja, das sind vielleicht witzige Teams, doch die sind eigentlich nicht für die Superliga geeignet. Oder ich verwende... So. Oder ich verwende wieder Autoract, also automatisch vorgeschlagene Teams. Aber ich habe das Gefühl, da verschwende ich immer so viel Zeit bei der Teamauswahl, weil nie 3 Pokémon genommen werden, die ich auch tatsächlich habe. Quatschen wir nochmal ein bisschen. Und zwar, um 22 Uhr waren die Attacken auch noch nicht von allen so richtig verfügbar und von allen Formen. Da gab es sowieso schon so wenige Attackenänderungen und nicht mal die bekommt Niantic für 22 Uhr fehlerfrei hin. Ne, kann man nichts machen. Ein paar neue Krypto-Pokémon habe ich jetzt, wo Frustration weg ist. Rocket Event sei Dank, aber wir bekommen offenbar schon bald ein... weiteres Event. Wir wissen noch nicht genau, welche Boni es geben wird. Doch ein... Na, wie ist es auf Deutsch? Auf Englisch heißt es Team Go Rocket Takeover. Wie ist der Name diesmal? Team Go Rocket Übernahme vielleicht? Wird im März, Ende März kommen. Na, eventuell, hoffentlich kann man da Frustration wegbekommen. Das wäre schon ziemlich genial. Und Alola Vulnona ist ziemlich neu in Krypto. Das ist hier... Oh, da hat schon jemand das Professor Willow Outfit. Das ist hier die erste Rotation. Na, glaube ich, seit man eine Alola Vulnona haben kann, oder? Uff, Moment mal. War das Kugelsaat? Magnezone. Die Sache ist hier in der Superliga, kann man hier einfach auf eine Aquahobitzer gehen. Genau, weil das Ding... nichts aushält und schilden muss ich eigentlich nicht. Sumpex mit Taubos funktioniert gut und Sumpex mit Alola Vulnona funktioniert gut. Ob alle 3 klappen, das werden wir herausfinden. Denn und ich kann endlich mit dem Arenaleiter weitermachen. Ich habe kurz überlegt, also kurz damals, habe ich überlegt, soll ich es vielleicht in der Hyperliga wagen? Aber ich dachte mir dann, nö, müssen wir einfach geduldig sein. Ein Celebi ist hier am Start. Oh, ich muss noch die Belohnungen von Shiny Jirachi abholen. Ich habe heute alle Pokémon endlich mal fertig bekommen.
Und, Moment, was war nochmal vorne? Ich schilde nicht. So. Das hat schon wehgetan. 3, 4, 5. Also, und für den nächsten Schritt muss man seinen Kumpel viele Tage in Folge füttern. Und wenn ich das heute noch mache, dann haben wir direkt noch einen Tag. Ne, genau. Das Ding war's. Das ist aber Lehmschelle oder so, oder? Ne, kann das sein? Dass wir hier Lehmschelle haben? Sieht auf jeden Fall so aus, bisschen von der Animation her. Doch vom Schaden dachte ich am Anfang Kugelsaat, aber da steht nichts von sehr effektiv dran. Yo. Genau. Fantasy Cup habe ich komplett vergessen, weil ich habe mir auch die Zeitleiste nicht angesehen am Anfang. So studiert, weil da noch alles falsch war. Sämtliche Icons falsch. Und da dachte ich mir, naja, das wird nicht stimmen. Das stimmt so sehr wie die Startzeit der neuen Saison. Dachte ich mir, warte ich mal. Aber direkt Hyperliga, da könnte man mal reinschnuppern. Vielleicht werde ich das auch machen. Für Videos, falls das jemanden interessiert. Da ist schon jemand Rang 3. Du warst aber schnell. Ich meine, okay, es ist gerade schon 23 Uhr hier bei mir. Ich glaube, wir gönnen uns einmal. Einmal gönnen wir uns. Dann noch ein bisschen angreifen. So. Und mal schauen, ob du auch schildest. Also Alola Vulnona. Krypto darf man nicht unterschätzen und überschätzen. Mit gutem Timing bekomme ich das hier noch vor dir raus. Und danach weiß ich nicht, wie es weitergeht. Machen wir den hier, heben wir uns das noch auf. Wie viel wird das machen? Ich kenne Alola Vulnona sehr gut in der Superliga, aber in normaler Variante. Okay, circa genau die Hälfte. Ich setze direkt ein. Ich will nicht noch so viel Sofortattackenschaden bekommen. Boah, das sieht cool aus, oder? Das muss man schon sagen. Es sieht genial aus, so böse. Und dann noch die roten Augen. 4, 5. Extra Energie wäre hier wirklich gut gewesen. Also, das Vulnona hat mal nicht viel gemacht. Aber gut, dass ich Sumpex noch habe. Jetzt muss ich aufpassen. 3, 4, 5. Ich werde schilden. Bitte fang nicht ab, okay? Ich will nur das von dir. Bitte fang nicht ab. Weg da. Ich habe Erdbeben ready. Und ich glaube, ich gewinne den Gleichstand gegen Lanturn. Deshalb hier sofort Sturzflug rein. Und dann müsste das hoffentlich gegessen sein. Okay, knapp. Eine Sofortattacke. Hätte ich langsamer gewechselt. Turn over and out. Noch kein Noctu gesehen. Nur Lanturn. So, ich klicke schon auf der rechten Seite wegen Erdbeben. Erdbeben, bitte Attacken-Buttons einblenden. Dankeschön. Das ist ja blendend. Man könnte sagen, es ist einblendend. Okay, ich weiß, wo die Tür ist. Sorry. Ich weiß, wo die Tür ist. Und Lanturn, du weißt es hoffentlich auch. Also, gute Nacht, auf Wiedersehen. So machen wir das. Ja, ich dachte so ein bisschen, ich komme davon. Ich habe mich vorherige Season in das Superliga-Meta nicht so sehr reingefuchst, sage ich mal. Weil es mir nicht so gefallen hat. Ich dachte, ich habe gehofft auf eine Änderung und dass ich da das neue Meta ein bisschen mit neuen Pokémon lerne. Aber bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Na, wir müssen, wie sagt man so schön auf Englisch? Wenn man sie nicht besiegen kann, muss man ihnen beitreten. If you can't beat them, then join them. Müssen wir auch irgendwelche Landtouren-Dingenskirchen-Teams bauen? Okay. 3, 4, okay. Ja, 1300 WP. Ja, wie gesagt, das ist am Anfang, am ersten Tag so. Ich werde mich bemühen, jedes Set nutzen. Na und dann geht's fleißig mit den Videos weiter. Keine Ahnung.
Rang 7, 8 vielleicht. Genau. Na, was haben wir noch zu bequatschen? Na, also, der Sternenstaub ist bei mir am Starten. Jetzt weiß ich auch, wieso du damit reinkommst. Du hast einfach Säurespeier. Ich glaube, du bist die einzige Person, die Säurespeier hat. Uff, aber jetzt kannst du farmen. Oh, Moment, und das sehe ich jetzt erst. Du hast Standpauke als Sofortattacke. Vielleicht sollte ich da mal mein Timing beachten. Eine Standpauke als Sofortattacke. Meine Verteidigung ist 7-mal unten. Ja, dann komme ich hier mit rein. Mein Problem ist eben Aquaobitze. Gegen den Drachen. Okay, machen wir das hier. Und schauen mal. Ja, der Sternenstaub wäre bei mir voll und ganz am Start. Ich könnte euch jede neue Attacke zeigen, die nützlich ist. Aber es ist keine da. Und bei... Okay, Gegner war kurz eingefroren oder so. Und bei PV Poke habe ich gelesen, dass am Anfang bei Apokalypse die Attacke noch nicht verfügbar war. Oh, Donner! Das hätte mich jetzt aber am falschen Fuß erwischt. Muss ich sagen. Na, und Glurak. Lohnt sich das eventuell für die Superliga? Er verliert gegen Landtouren vermutlich. Aber sowas von und... Ja, keine Ahnung, aber in der Hyperliga habe ich Glurak wirklich lieben gelernt. Und ich bin wirklich aktuell bereit, Top-TMs für alles auszugeben. Na, weg damit. Rayquaza, zack. Groudon, zack. In alle Pokémon reingesteckt. Ich bin bereit, die loszuwerden. Die müssen weg. Oh, Moment mal, ich habe ja noch ein Sternenstück am Laufen, fällt mir gerade ein und auf. Aber ich glaube, ich habe keine Spezialforschung. Oh, Moment mal. Da. Ach. Erinnerung. Na, Erinnerung. Schaut in den Shop hinein. Außer ihr sagt wirklich, nö, ihr spielt null. Dann lasst es. Weil da muss man wirklich lange runterscrollen. Und in der heutigen Registerkarte muss man häufig vorbeischauen. Also, ja. Das wäre sinnvoll, wenn man das einklappen könnte. Okay, ein Stalos, das gefällt mir schon mal. Das ist Psychobeißer. Und danach gehe ich hier auf Aquahaubitzen. Deine so... Okay, ja, das wäre zum Abfangen, wäre das wirklich schön gewesen. Uff, aber ich muss hier fast drin bleiben, aber keine Ahnung. Nein, in Taubos gehe ich rüber. Oh, schön. Wenn... Okay. 3 und 4... Uff. Obwohl auf der anderen Seite wirklich, also ich glaube, Alola Vulnona kommt gar nicht so schlecht dagegen an. Du hast Drachenruten, die sind nicht sehr effektiv. Na und Knirscher ist nicht sehr effektiv. Und ich bin ja nicht mit Charm. Oh, aber du baust richtig Energie auf. Erdbeben? Da hätte ich ein bisschen Angst. Vor einem Erdbeben hätte ich jetzt ein bisschen Angst. Hier, das macht guten Schaden. Man denkt zwar, man ist eine Fee gegen ein Stahl-Pokémon, aber ich bin eine Fee mit Pulverschnee. Nein, Psychobeißer. Ist es hier und noch einer hinterher. Meine Verteidigung sinkt. Dann eine Sache wollte ich auch noch sagen, bezüglich so vorproduzieren, als ich... Hilfe! Wow, da fängt es gleich an zu ruckeln. Ich habe kurz überlegt bezüglich Timing und dann habe ich den Schaden gesehen. Wow! Was denn für ein spicy Team? Okay. Jo, also. Vor allem auch, um solche Sachen zu erwähnen, wie zum Beispiel mit dem Sternenstaub und dass immer die richtigen Ligen am Start sind. Ich habe zwar eigentlich gesagt, damals, als ich wieder zurückgekehrt bin im PvP, dass ich nun auch fleißig vorproduzieren werde, immer. Doch irgendwie konnte ich mich dann nicht dazu... Ja, dazu hinreißen, sage ich mal, weil ich doch immer frische Videos haben wollte, doch weil ich die in 4K rendere, aufnehme und so weiter, dauert das immer ein bisschen, hat Vor- und Nachteile, wie ich nun eine Season später bemerkt habe, muss ich sagen. Haben wir hier was ready? Haben wir was ready? Ich... Schilde mal einen Knirscher vielleicht. Na, oder einen Psychobeißer. Na, und Sturzflugabfahrt.
Also vielleicht werde ich da versuchen, irgendwie ein bisschen so mehr ein Mittelding, dass ich immer ein paar Folgen auf Vorrat habe. Aber auf der anderen Seite will ich doch eigentlich schon immer frische Videos zeigen, obwohl unterm Strich kann man sich die auch Monate danach ansehen. Mache ich selbst manchmal gerne, wenn mir da irgendwo was vorgeschlagen wird. Und ich okay, Atahat, die Folge mit Krypto Mewtwo, die habe ich jetzt gerade irgendwie Bock, mir die anzusehen. Ja, mein eigenes Video. Überhaupt nicht abgehoben, dieser Schilling. Mag seine eigenen Videos. Doch irgendwie, ich weiß nicht, habe ich ein besseres Gefühl dabei, wenn sie immer sehr frisch sind, falls ich irgendwas besprechen kann oder möchte. Ich werde nach 7 einsetzen. Das ist dann zwar noch vor Schlammwoge, aber so ist es gutes Timing und ansonsten habe ich schon zu wenige KP und das macht ja alles so viel Schaden in der Superliga. Das ist verrückt. Na und rüber in Taubos. Einmal schilden und schauen, was passiert. Genau. Und ich glaube, ich gehe sogar auf Daunenreigen, dass die Charm nicht so sehr wehtun. Du bleibst hier drin. Ich mache lieber 2 Daunenreigen. Ich will mich nicht abschwächen für das nächste Pokémon. Dass das dann ein zu einfaches Spiel hat. Okay, wird sogar geschildert. Aha. 5. Oh, kann ich gerade nicht einschätzen. Ich habe Taubos echt noch nie gespielt. Ich habe zwar auf Zumpex und da Aquahubitzen gelandet. Okay, dann kann ich noch 3 machen. Bei 4 wäre es ein Gleichstand. Oh, es ist so schön. Könnt ihr euch vorstellen, Taubos. Mega Entwicklung nützlich. Im PvP nützlich. In der Super- und in der Hyperliga. Wie ein Traum. Also fast wie ein Traum eigentlich. Fast wie ein Traum. Dragoran am Start. Ich werde einmal schilden und runterfarmen. Und dann ein Zauberschein rein in dieses andere Ding. Okay, das war noch kein Kraftkoloss. Er macht nichts. Zauberschein und gute Nacht mit diesem Pixie. Schön. Schönes Alola Vulnona. Muss man schon sagen. 2 Trainerkämpfe gewonnen. Hierfür, wen das nervt, in den Einstellungen kombinierte Feldforschungs-Updates. So zum normalen Spielen, da mag ich es eigentlich sehr, die einzeln zu haben, dass ich weiß, okay, Moment, wie viele Würfe brauche ich da noch und für die andere Feldforschung und so. Aber im PvP, wenn man die komplette Seite noch offen hat, dann kann das auch ein bisschen nerven. Also da möchte man das vielleicht, wie sagt man, kombinieren. In den Einstellungen. Hier ist vielleicht Stahl hinten. Also würde ich eigentlich gerne, ja, in welches von beiden Pokémon? Ich gehe hier rein. Ich muss hier raus. Oh, perfekt. Bitte Psychokinese. Bitte Psychokinese. Es, ja, perfekt. Wunderbar. Eisstrahl wollte ich nicht haben. Ich drücke hier drauf. Im Gleichstand. Mit Eisstrahl. Weiß nicht, ob das schlau war. Okay. Dampidabampadibampadubum. Habe ich. Habe ich Eisstrahl gesagt? Ich glaube, ich habe Eisstrahl gesagt. Ich meine natürlich Eishieb. Okay. Und nun werden wir mal die Macht von Krypto testen. Nee, das wird nicht besiegen. Das würde nicht besiegen. Also, als ich es erreicht habe. Jetzt mit dem Pulverschnee dann vielleicht schon. Ich werde auf keinen Fall auf Zauberschein gehen. Aber kann mir hier noch ordentlich Energie holen. Okay. Ja, schauen wir mal. Ich habe noch ein Schild. Bolterus hinten wäre fatal. Dann habe ich verloren. Bolterus, du holst es rein, dann habe ich verloren. Schauen wir mal. 3. Ich will nicht in die Falle tappen und sofort wechseln. So,
sondern 4, 5. Ich will lieber den hier machen und schauen, wie es weitergeht. Aber das Shiny ist schon mal schön. Das muss ich dir sagen. Eins, zwei, drei, oh. Drei, vier. Du bist bei 4. Ja, wie sieht's mit Runterfarmen bei dir aus? 5? Okay. Okay, okay, okay. Du bist auf 0. Auf 0. Ich kann hier 7 machen. 3, 4, 5, 6 und 7. Mega unnötig, weil ich dann schon auf 100 war, aber egal. Machen wir den hier. Uff, das wird glaube ich, eine enge Kiste. Nö, habe ich verloren. 1, 2. Ah, das wird ganz knapp. Weil du hast ja mit Energie den Kampf verlassen. Das wird ganz knapp. Das wird ein Fotofinish, glaube ich. Ich gewinne den Gleichstand gegen Galaflunschlick. Dir fehlen vielleicht noch 3 Sofortattacken oder 2. Das wird ein Fotofinish. Oh, perfekt. Perfekt. Wunderbar. Ich glaube, je nachdem, was der Gegner verm... Obwohl. Ach so. Ja, ich weiß nicht. Nö, klar, Quatsch. Der Gegner wusste ja, dass ich Sumpex vorne noch habe und deshalb hat er Galaflunschlick reingeholt, weil er damit nicht gegen Sumpex kämpfen wollte. Das macht schon Sinn. Aber mit dem Pulverschnee komme ich nicht so gut gegen Azumarill an. Von daher, genau. Aber wir haben mal ein eher Meta-Team getroffen. Das ist noch in den ersten Tagen bisschen selten. Muntier, da war die Bummels-Rampenlicht-Stunde. Das war ultra häufig am Start. Ich habe schon eines für die Superliga. Okay, Gegner gibt aus. Direkt bei 5. Das ist immer gut zu wissen. Und... aber kann ich abfangen? Vielleicht ist dein Plan runterfarmen, weil es doch schon sehr viel Schaden war. Ich versuch's. Du bist bei 3? Dann machen wir. Obwohl... ich hätte ja auch einen Schild ziehen können, weil ich ja davor zur Attacke komme. Egal. Irgendwie, ich will mir das noch aufheben mit Energie. Das kann nie schaden. Du bist bei 0. Raichu, da drückt mich der Schuh des Manitou. Da wurden wir direkt aber hammerhart bestraft. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ich habe jetzt die Befürchtung, dass du schildest und runterfarmst. Ja, holla die Waldfee. Ja. Komm, das ist nicht sehr effektiv. Das ist alles nicht sehr effektiv. Sumpex, streng dich ein bisschen an. Du bist ein Boden-Pokémon. Bitte nicht nochmal. Ach komm. Ja gut, ich meine, seht euch das Outfit des Gegners an. Der liebt Pikachu, kann ich verstehen. Da hätte ich erwarten müssen, dass er da zweimal reinschildert. Aber diese Gefahr, die Gefahr habe ich gesehen. Nö. Ach, Kampf ist bald vorbei. Die Voltwechsel tun so sehr weh, ich will nicht noch einen abbekommen. Das besiegt dich mal, das Muntier ist auf 0. Und ich komme vor Muntier zu einem Meteorologen. Uff. Alles nur das nicht. Das war ja wirklich bitter. Du hattest Elektro gegen mein Tauboss und Feuer gegen das Ding. Aber... 3. Okay. Ja. Das Raichu-Schilden. Gegen das Raichu-Schilden und ich hätte gewonnen. Kann man nichts machen. Das kann man nicht ahnen. Mit einem Fiaro hinten, ja, muss man gefasst sein. Darauf muss man auf jeden Fall gefasst sein. Aber an die bin ich nicht mehr Ich merk's mir nie. Geh wo oder ö. O oder ö. Könnt ihr euch aussuchen.
gewöhnt. An die bin ich nicht mehr gewohnt. Weil es die kaum noch gibt. Weil die von so vielen anderen Pokémon vernichtet werden. Zum Beispiel Landtouren. Was haben wir? Okay, 3. Schauen wir mal. 4. Die Krypto-Varianten können nämlich Probleme bekommen teilweise. Na, gegen solche Geschichten. Da macht sogar ein Schmarotzer schon ein bisschen was. Aber ich glaube, du wirst um den Wechsel kämpfen. Und ich meine, es ist beides effektiv. Das kann man nicht wirklich als Köder sehen. Doch Zauberschein macht schon ein bisschen mehr auf der anderen Seite. So, ich habe 4. Du bist genau bei 0, glaube ich. So runterfarmen wäre schon genial. Oder das Maximum rausholen. Lieber nicht. Lieber nicht versuchen, ich weiß nicht. Das ist mir gerade zu unangenehm. Ne, glaube ich. Schade, das wäre... Okay. Na, ABB schwach gegen Charm und du hast mich rausgelockt. Alles klar. Jetzt habe ich nicht mitgezählt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist Scherestein-Papier. Das tut mir wirklich sehr leid. Das ist aber komplett Scherestein-Papier. Gegner dachte vielleicht, dass ich Zauberschein nicht habe, sondern Psychoschock, weil ich es gegen Griffeldis nicht eingesetzt habe. Also, wir spielen die Noob-Taktik, die in die Länge gezogene. Aber so kann ich das in keinem Fall mehr verlieren. Daunenreigen, Gegner kann ich rauswechseln. Von daher geht das klar. Also, Season 10, beziehungsweise Season 14, je nachdem, wie auch immer. Wenn man Season 10 sagt und dann bei YouTube danach sucht, das ist verwirrend. Weil die Season 10 war vor in etwa einem Jahr. Die gab's schon, aber Niantic nennt die jetzt eben auch wieder Season 10. Ich glaube, der Gegner hat vergessen, dass ich vorne einen Sumpex hatte. Also, und nun kann ich auch Sturzflug machen. Denn du bist schon 4-mal abgeschwächt. Taubos hat mir gefallen, muss ich sagen. Ich glaube, das werde ich in dieser Jahreszeit noch ein paar Mal verwenden. Das ist schon echt cool. Wirklich genial. Vor Landtouren muss man natürlich aufpassen. Na und... Ja, keine Ahnung. Ansonsten... Glaube ich, kann das was werden. Vor allem mit Zumpex in der Kombi. Das ist sowieso overpowered. Na gut, also... Dann ziehe ich noch meine Sets schnell durch. Halbe Stunde habe ich noch. Ich habe aber schon heute gespielt in der Meisterliga. Also ich habe nicht mehr alle 5 Sets. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich mit irgendwelchen neuen, genialen Pokémon wieder. Ich möchte euch ja Abwechslung bieten. Doch das wird in dieser Jahreszeit kein einfaches Unterfangen werden. Jo, und ich habe auch kein garantiertes Dragonier bekommen, weil das habe ich schon in der vorherigen Season bekommen. Da hat Niantic wohl was mit den Uhrzeiten ein bisschen verwechselt und vertauscht. Kann schon mal passieren. Oh, so wenig Sternenstaub, daran muss man sich mal wieder am Anfang gewöhnen. Je höher der Rang, desto höher der Sternenstaub. Bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach nächstes Mal weiter.